Apollos Kontaktperson kontaktieren. Es ist Nacht geworden mittlerweile. Ich mache meine Taschenlampe wieder an hier. Boah. Aua. Ganz kurz, da vorne war doch gerade noch. Ja, ich höre gerade irgendwelche. Was ist denn hier? Oh, Galaxiekarte ansehen. Okay, wir haben ein neues Sternsystem. Das ist eine seiner Kontaktpersonen. Ich hoffe, irgendwann in der Nähe. Ganz kurz, ich hatte gerade irgendwo noch hier dieses. Ach, ist ja auch egal, komm. Ich beende kurz die Aufnahme hier, dann gehe ich gleich am Abendessen. Und, ja, ich soll wieder ausmachen hier. Oder? Ganz kurz Lampe. So, ausmachen. Und ja, dann bis zum nächsten Video, Leute. Ach, eine Sekunde kurz. Wärmeschutz einmal auffüllen. Ja, dann bis zum nächsten Video oder bis zur nächsten Aufnahme, Leute. Bis dahin, macht's gut und ja, ciao. So, Leute, willkommen zurück zu No Man's Sky. Wir haben in der letzten Folge dieses Ding dann gemacht. So, als nächstes muss ich Apollos Kontaktperson lokalisieren. Machen wir gleich auf der Galaxiekarte. Gespeichert haben wir da vorne. Ich will ganz kurz noch gern den Kram hier mitnehmen. So, Minenlaser hier, zack, den Diewasserstoff einmal kurz mitnehmen. Boah, laut. So, einmal kurz den Diewasserstoff hier nicht einmal mitnehmen, weil da brauchen wir ja auch was später noch für unseren Impulsantrieb, denn wir können Tritium auch mit Diewasserstoff herstellen, hatte ich gesehen. Wie genau das ging, weiß ich nicht mehr, aber ich hatte das nur gesehen. Dass das ging. Wir brauchten die Wasserstoff und noch irgendwas anderes. So, ganz kurz einmal die ganzen Eiweißperlen nehme ich noch mit hier. Weil die sind ja auf jeden Fall schon mal relativ viel wert. Ah, es geht. Ja. Ist nicht schlecht auf jeden Fall. So, die letzten Bäulchen noch einmal öffnen hier. Hallo, kann ich die vielleicht mitnehmen? Vielen Dank. So. Okay, hier leuchtet irgendwas sehr schön. Kürbisknollen brauchen wir jetzt erstmal nicht. Okay, so da vorne liegt noch irgendwas auf dem Boden. Frachtabwurf oder so. So, Projektilmunition, nie verkehrt. Bisschen verrostetes Metall können wir auch mitnehmen auf jeden Fall. So, ein bisschen Natrium. Und Mikroprozessor, auch sehr schön. Ich würde sogar mal sagen, dass wir da Frachtinventar, genau, dass ich nämlich das einmal ganz kurz ins Frachtinventar packe, dass wir hier nochmal ein bisschen mehr Inventarplatz gespart haben. Genau, so das Ding kann ich kurz einmal packen, dass wir mehr Diewasserstoff jetzt da drin haben. So, na, ich mache das mal so. Ja, komm, so ist ja gut. So, Faustmetall, Mikroprozessor, genau. Also, Apollos Kontaktperson kontaktieren. Ich brauche noch Pyrit. Pyrit gab es ja aber nicht drauf, hatte ich gesehen, ne? Das war ja. Genau. Das heißt, wir müssen mal kurz irgendwie Tritium bekommen. Ding ist, wir konnten das zwar herstellen, also was ich ja gerade erzählt hatte, aber das geht nur in einer mittleren Raffinerie. Und die haben wir halt nicht. Ich bin jetzt nur die kleine Raffinerie, die tragbare. Deshalb brauche ich jetzt erstmal ein kleines Asteroidenfeld, mit dem ich halt den Impulsantrieb aufladen kann. Also ein Zufall ist direkt eins. Gold und so brauche ich das nicht. Ich fahre mal kurz ein bisschen Tritium. So, ich habe kurz ein bisschen Tritium rangeholt. Das sollte jetzt mal reichen. Das sind jetzt mal eben hier 550 Tritium und 5 von diesen Clustern. Wenn ich jetzt mal extrahiere, haben wir jetzt 800. Oh, was? Ach, man kann auch Antimaterie? Okay, das wusste ich nicht. Bisschen Platin auf jeden Fall, Gold und Silber. Also an Geld kann man eigentlich auch relativ schnell damit kommen. Da kann man Goldtümpel, habe ich auch noch hier 4 Stück bekommen. Da haben wir eben hier 87.000 geschenkt bekommen. Hier Silber 22.000, Platin 15.000. Also an Geld kommt man auch relativ gut damit. So, aber ich lade kurz einmal erstmal den Pultantrieb auf. Und dann. Ach genau, ich muss ja hier einmal an die Galaxiekarte. So, Apollos Kontaktperson ist in diesem System hier. Boreal. Dann warpen wir mal hin.
Okay, in einem neuen System sind wir gekommen. Wirtschaft, Treibstofferzeugung. Klingt doch gut, dann haben die vielleicht sogar Tritium, was wir hier kaufen könnten. Und oha, eine. Oh, rosa Sonne. Oh, das blendet in den Augen. So, was haben wir hier für einen wunderschönen Planeten? Kontaminierter Planet. Okay, das hört sich interessant an. Es gibt Uran darauf. Okay. Ansonsten, wie viele Planeten gab es in diesem System hier? Habe ich ja nicht aufgepasst. Muss man darauf achten, am besten. 2. Okay, dann ist der zweite wahrscheinlich dahinter. Weil ich sehe jetzt sonst hier nichts großartig groß rumfliegen. Ja. Okay, dann einmal zu Apollos Kontaktperson. Würde ich sagen. Und dann würde ich mir gleich gerne mal den Planeten anschauen, weil kontaminierter Planet hört sich doch sehr interessant an auf jeden Fall. Vielleicht finden wir da irgendwas Besonderes. So, einmal hier rein. Dann verkaufe ich dringend ein bisschen Kram. Die Antimaterie kann ich ja eigentlich auch direkt nutzen hier. Um noch so ein Ding herzustellen, das einmal hier aufzuladen. So. Da kommt noch ein direkten Alien-Raumschiff hinterher geflogen. So. Wo ist denn Apollos Kontaktperson? Hinter dieser Tür hier. Aha. Der Gag, okay. Ah, mein Freund, du bist pünktlich. Die nötigen Papiere wurden eingereicht und dich erwarten interessante neue Werkzeuge. Freude, ich habe Pläne, sowohl die Basis als auch den Exo-Anzug zu bearbeiten. Wo findet sich deine Basis? Welche Art des Gefahrenschutzes erfüllt deine Bedürfnisse? Also ja, ich habe zwar eine Basis, aber die nutze ich ja nicht wirklich. Ich würde sagen, am wichtigsten wäre mir jetzt, weiß ich nicht. Also ich meine, es gibt ja wahrscheinlich, ist die Wahrscheinlichkeit von Planeten, von allem ziemlich das gleiche. Ich nenne es aber einfach mal Kälteschutz, weil, ja, wir haben 3 Kälteplaneten bis jetzt, also 3 gefrorene Planeten, wo ich das brauchen würde, also ja. Clever, mein Freund. Möge dein Zuhause stets ein Zufluss sein, wo auch immer du dich natürlich aufhältst. Ein Wärmeschutzmodul haben wir bekommen. Okay, das ist doch schon mal sehr nett. Und 15 geborgene Daten? Warte, was? Was? Digga, wer ist ja so ein Gönner? 15? Lol, okay, das ist geil. So, ganz kurz. Wärmeschutzmodul wird einmal kurz hier. Dann mache ich so, zack. Okay, das ist jetzt ein weiterer Kälteschutz. Ah, dann geht es erst von dem Ding runter und dann vom eigentlichen Gefahrenschutz. Okay, das ist gut. Also Kälte kann ich länger überleben. Digga, 15 geborgene Daten mal eben. Okay, das ist auf jeden Fall mega strong. Ganz kurz, dann kommt das nochmal eben in mein Main Inventar. Nein, voilà. Genau, so, und das kommt jetzt einmal in mein Frachtinventar. Ja, nice, Alter. Okay, das kam unerwartet, muss ich sagen. So, was haben wir hier? Ein Multitool. Vielleicht ein geilen. Was ist das denn, Alter? Was ist das denn für ein Kackding gewesen? So, Exo-Fahrzeugforschung, warum nicht? Inventar-Upgrade ist doch immer ganz gut. Das kostet 20.000 hier nur 5.000. Ja, kaufe ich mir das nochmal ganz kurz. Ich kann nicht direkt nochmal hier den Handschuh da reinpacken. Und schon habe ich wieder mehr Inventarplatz. Sehr schön. Okay, was ist. Oha! Nicer C-Transporter. Und hier im Beet. Digga, ich finde die Transporter, die sehen so geil aus bei No Man's Sky. Die sehen so geil aus. Junge. Okay, jetzt einmal muss ich hierhin mit. Was? Warte mal, was ist die Aufgabe? Zu meiner Basis zurückkehren. Ah, okay. I see. Mach ich gleich. Ich würde ganz kurz gerne die Missionen annehmen. Für, ja, ein bisschen Nebenbeibelohnung und so. Gegenstand habe ich von euch nicht da. Paraffinien zum Beispiel sammeln wir vermutlich noch später. Mal gucken. Und 8 Wächter eliminieren machen wir automatisch irgendwann. Wenn ich mal einen fetten Wächterkampf mal mache.
Dann werden wir es auch manchmal erledigen. So. Quantencomputer? Warte, warte, warte. Das brauchte ich doch für irgendwas. Da. Dafür brauchte ich einen Quantencomputer. Sauerstoffumleiter. Okay, dann kaufe ich mir doch direkt mal einen. Beziehungsweise. Ganz kurz, ich kann die in 10er Stacks machen. Dann kaufe ich mir nämlich direkt mal 10 Stück davon, also jetzt noch 9. Weil vielleicht brauche ich die noch häufiger. Das könnte ja gut sein. So, jetzt habe ich hier nämlich genau 10 Stück davon. Das ist ja richtig geil. Das ist ja richtig, richtig geil. So, okay. So, und ansonsten können wir noch Kram verkaufen. Was wir jetzt habe ich glaube ich erstmal nichts, was ich noch verkaufen. Ja, okay, das doch schon. Und die Eiweißperlen, ja doch. So, aus dem Raumschiff-Inventar. Platin und Gold und Silber. Den behalte ich mal, falls wir ihn noch brauchen. So, dann müssen wir mit meinem Tauch schon wieder ein bisschen ordentlicher. Ich kann auch hier direkt wieder die Navigationsdaten an mir rüberpacken. Und die Wasserstoff wieder dahin. So. Es leckt irgendwie viel weniger, mein PC ist heute gut drauf. Ich habe vorhin Arc schon aufgenommen, Arc lief auch deutlich flüssiger. Der, was hab ich gemacht? Habe ich irgendwas? Ich habe eigentlich nichts so verändert. So, Protokoll da. Zu meiner Basis. Ja, das mache ich auch. Hier gibt es ja. Oh, was ist das denn? Noch ein Zebra. Ah, ich finde das so schön. Die sind so geil auf Transporter. Okay. Dann einmal zu meiner sogenannten Basis. So, da sind wir auch schon in der Arktis. Mein wunderschönes 1 Quadratmeter zu Hause. Okay, sind 4 Quadratmeter vermutlich. Mir ist mein Sichtfeld gefühlt immer zu klein, aber okay. So, mein tolles Zuhause mit dem Lager, was ich noch nicht benutzt habe. Das ich aber jetzt mal benutzen könnte. Ne, könnte ich nicht, weil ich brauche Strom dafür. Okay, ein Konstruktionsterminal soll ich bauen, sagt er. Terminals, Konstruktionsterminal. Ich brauche 25 reines Ferrit. Ich habe ja noch eine Raffinerie hier stehen. So, habe ich denn noch ein bisschen Ferrit? Ja, habe ich. Ich müsste ganz kurz noch einmal dann 50 davon mir nehmen. So. Angenehme minus 52 Grad wieder hier, by the way. Ja, ist im 1 zu 1, okay. Da perfekt die 25 abgepasst. So. Den fülle ich auch kurz auf hier, den Treibstoffdings. Okay, jetzt kann ich mir ein Konstruktionsterminal bauen. Ich denke mal, es ist nicht schlimm, wenn er da draußen arbeiten muss, weil drin vielleicht ein bisschen wenig Platz ist, so, ne? Deshalb, Bro, kannst du dich gerne mal hier so hinstellen. So. Okay. Konstruktionsterminal, was kann ich denn da machen? Benötige für den Betrieb einen erfahrenen Aufseher. Können der Raumstation rekrutiert werden? Okay. Dann rekrutieren wir mal einen Aufseher. Ganz kurz, hier habe ich auch nicht dieses Büro. Oh, ein Technologiemodul. Und da vorne war noch ein Technologiemodul. Ja, das ist sogar noch näher. Oh, die beiden nehme ich kurz mit. Weil die sind nämlich relativ wichtig, dass wir halt gleich schön in der Anomalie. Weil da werde ich gleich nochmal hingehen. Nochmal ein paar neue geile Sachen erforschen können. Und ja. Ziemlich praktisch auf jeden Fall. Also es gibt ja, habt ihr gesehen, wie viel Kram es noch gab, was wir erforschen können. Allein schon für Basenbau war das ja, keine Ahnung, können wir locker 200 Technologiemodule oder so ausgeben da. Weil es einfach so viele Sachen gibt, die man erforschen kann. Deshalb, ja. So, und wo war noch so ein Ding? Irgendwo hier in der Nähe. Da. Hinten. 112 U. Jetpack Upgrade wäre vielleicht auch nicht mehr verkehrt, dass das noch ein bisschen weiter mich trägt und nicht so nach 2-3 Sekunden wieder ausgeht. Oh, hier unterm Stein ist das. Ja. Felsige Gegend hier, das ist nicht ganz so angenehm. Hier zu buddeln, weil der Boden auch immer recht hart ist. Obwohl, jetzt geht's.